Seit kurzem steht den Radiologen der Universitätsklinik Balgrist in Zürich ein MRI-Gerät zur Verfügung, welches diagnostische Möglichkeiten eröffnet, die bis anhin schlicht undenkbar waren. In den menschlichen Röhrenknochen werden bei radiologischen Untersuchungen immer wieder Zufallsbefunde entdeckt. In diesem Fall sind es Tumoren, die vom Knorpelgewebe stammen. Man sieht hier auf dem MRI einen gutartigen und einen bösartigen Knorpeltumor auf Höhe vom Kniegelenk. In vielen Fällen kann man im MRI unterscheiden, ob der Tumor gut oder bösartig ist. Die bösartigen Tumoren machen häufig auch Schmerzen, aber nicht immer. Es gibt jedoch eine dritte Gruppe und bei denen kann man in der Regel nicht bestimmen, ob der Tumor gut oder bösartig ist. Bei anderen Tumoren im Körper würde man jetzt eine Gewebsprobe entnehmen mit einer Biopsienadel und kann nachher gut feststellen, ob der Tumor bösartig ist. Bei diesen Knorpeltumoren ist das jedoch leider häufig nicht möglich. Darum brauchen wir eine neue, ganz andere Methode, um die Diagnose zu stellen. Für das brauchen wir 7 Tesla MRI. In der gängigen Magnetresonanztomographie wird mit einer Magnetfeldstärke von 1,5 bis 3 Tesla gearbeitet. Dank dem ersten klinisch zugelassenen 7 Tesla MRI-Gerät der Schweiz können die Radiologen nun hoch aufgelöste Bilder generieren, die allerfeinste Strukturen im Gewebe von Knorpeltumoren erkennen lassen. Die Aggressivität der Knorpeltumore ist sehr schwer einzuschätzen. Es liegt jedoch in der Mikroarchitektur viel Detail verborgen, welches wir mit der 7 Tesla Bildgebung auslesen können und somit die Aggressivität und die Tumorentität besser einstufen können. Zusätzlich steht den Radiologen eine spezielle Software zur Verfügung, welche die Textureigenschaften von Knorpeltumoren viel genauer als das menschliche Auge analysieren kann. Die Mikroarchitektur des Gewebes und verschiedene Daten und Algorithmen helfen bei der Aussage, ob es sich um einen gut- oder bösartigen Tumor handelt. Je besser die Bilder aufgelöst sind, desto genauer ist die Evaluierung des Tumors. Wir können mit der Kombination vom hochaufgelösten 7 Tesla MRI-Bild und der Texturanalyse, die wir gesehen haben, eine präzise Diagnose von diesen Knorpeltumoren im Knochen stellen. Und für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass in vielen Fällen, wo jetzt noch eine Gewebsprobe oder Operation notwendig ist für diagnostische Zwecke, das nicht mehr wird notwendig sein, um auf diese invasiven Massnahmen gut verzichten zu können.